Ah ja, deswegen hat er Kitty gerettet. Okay. Ich bin noch auf der Suche. Ja, Dying Light 1 habe ich auch gespielt. Wenn du hier in meiner Stream-Beschreibung, also auf meinem Twitch-Kanal runtergehst auf die Infos, da habe ich da auch direkt die Playlist verlinkt. Also meine YouTube-Playlist. Ja, yeah, ein Fertigkeitspunkt wieder und ein Kampfpunkt, wie geil. Der Schlechter ist unser größter Feind. Er ist... So, daher ich eh schon komplett ausgeskillt bin und es komplett egal ist, weil ich nehme. Weil, naja, durch Ram brauche ich eh nicht Töte. Ah, nehmen wir jetzt auch den Parkourschuss noch mit. Weil ich ja eben ganz gerne mit Bogen spiele. So, als nächstes Young 6 und Nightrunner. Gehen wir zur zweiten Antenne. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Nicht getroffen. Hätte uns komplett ausgelöscht. Es ist zu empfehlen, erst 1 und 2 zu spielen. Grundsätzlich in Dying Light 1 erfährst du den Ursprung von dem ganzen Zeug. Aber ich sag mal, der zweite Teil spielt. Boah, lass mich lügen. Ich bin mir überlegen, ich glaube 10 Jahre nach dem ersten oder so. Also prinzipiell, ja, die Story ist halt auch echt cool und so. Ich glaube, unbedingt gespielt haben müssen, tut man es nicht. Aber ich würde es schon empfehlen. Weil sonst ein bisschen Hintergrundwissen fehlen würde. So, wo muss ich denn jetzt genau hin? Ah ja, da hoch. Was macht man online? Also online kannst du halt effektiv einfach zusammenspielen im Koop dann. Soweit ich weiß. Und beziehungsweise beim 1, also 2 habe ich noch nicht Koop gespielt, 1 habe ich auch schon mal Koop gespielt. Das war ganz lustig. Naja, da kannst du auch noch immer wieder mal so. Aber wie gesagt, zumindest beim 1 war das so, da konntest du. Oh mein Gott, ich sterbe. Oder auch nicht, Glück gehabt. Beim 1 war es so, da konnte man auch dann, wenn man Koop gespielt hat, so gegenseitig sich so. Herausforderungen starten, dass du. Oh. Doch, ich habe einen Wurfhaken ausgewählt. Das ist so, wer findet innerhalb von einer Minute am meisten Blut und so Schmarrn? Oder wer tötet innerhalb von einer Minute am meisten Zombies? Dein wahres Gesicht bei dieser VNC-Turm-Mission gezeigt. Aha. Besser hier. So. So, wo muss ich hin? Da hoch. Wie komme ich am blödsten da hoch von hier aus? Ich bin etwas tief. Haben wir da irgendwo einen Aufzug? Schaut irgendwie nicht so aus. Hier hochzufliegen. Jawohl. Zack. Einmal nach oben, bitte. Ah, da wäre ein Aufzug gewesen. Und jetzt verkacke ich es eben hart. So, da muss ich rüber. Das schaffen wir doch, oder? Zack. Oh fuck. Du solltest dir bessere Freunde suchen. Du hörst zu Ada gelaufen. Oh shit, die sind Level 8. Oh, der ist Level 8. Au, 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 au. Au. Hey. Tschüss. Ihr beiden.
Ui. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Frank, ich habe die zweite Antenne zum Laufen gebracht. Da waren Abtrünnige. Hier auf dem Dach. Apropos, ich höre sie wieder reden. Treppen im Garrison Boulevard, die alten Büros. Oh, es gibt uns dort neue Befehle. Was Neues über diesen Piraten? Nein. Aber er hat jemanden gefunden, der ihm hilft, auf die Datenbank zuzugreifen. Wenn du was über diesen beschissenen Pilger weißt, sag's mir. Sucht weiter. Ende. Frank, ich muss dahin, wo sie sind. Du hörst sie immer reden. Wart sucht dich. Er weiß, wie man an die Datenbank rankommt. Er hat jemanden gefunden. Er ist zu stark für dich. Und du spielst ihm direkt in die Hände. Wenn ich nur so die Wahrheit herausfinden kann, dann ist es halt so. Ja. Du bist ein Dickkopf, Jungchen. Dickköpfig wie Lawan. Ich melde mich. Gehen Sie zu den alten Büros. Erstmal, ich habe ein Militär-Medkit noch ausgerüstet. Ich meine, ich habe davon noch 100 Stück geführt. 43 ist schon echt viel, aber hier noch stinknormale Arzneien, die weiß ich jetzt erstmal benutzt. Einfach, dass die wieder weg sind. Das ist super, mit 2 bin ich voll. What? Ach so, das sind 4er Arzneien, die ich hier habe, die ich da bekommen habe. Ich habe halt schon 6er, die ich selber machen kann. So, gehen Sie zu den alten Büros am Harrison Boulevard. Hier vor, okay. Wenn hier unten die letzten Hundemarken, die ich holen muss, ganz so weit bin ich ja noch lange nicht. So, dann gehen wir doch mal zu den Büros und töten Gegner. Stimmt, inzwischen könnt ihr jetzt die Sachen hier auch machen mit Enterhaken erforderlich. Ja, wenn ich vorbeikomme, ist auch noch eine Antenne, die ich mir holen muss. Andys Fresko macht gute Fortschritte. Schön, dich zu sehen. Ah ja, eine Dose. Oh, hey, du bist es. So. Weiter geht's Richtung Büros. Kurz hier 70 Meter und etwas höher. Da drüben. Da sollte ich jetzt fast wieder meine Kampfausrüstung anlegen, einfach dass ich auch mehr aushalte. Das ist ja praktisch, wenn man so Sets speichern könnte, wenn du einfach so Klamotten-Sets, dass du einfach da unten so durchklicken könntest. So Set 1 bis 3 oder so. Das wird mir schon reichen. Einfach, dass ich mir 3 vorgefertigte Sets mache. Eins für Fernkampf, eins für Nahkampf und eins für Parkour und das wäre dann geil. Aber leider nein. Okay. Nachricht 1. Was ist denn für eine Nachricht? Empfangen am 30. April 2023 um 12 Uhr. Boah, rede schneller an, Beantworter. Ah, da bist du baff, was? Hab ich dir nicht gesagt, dass alles total in Bach runtergeht? Hab ich doch, oder? Und du hast mich dafür nur ausgelacht. Spinner,
Panikmacher! Alles ist unter Kontrolle! Aber jetzt lachst du nicht mehr, was? Jetzt kommst du dir richtig schlau vor, Schwachkopf. Ich hab doch gesagt, dass alles zur Hölle fährt. Und das ist es auch. Jetzt kauf eine Kiste Wodka und schwing deinen fetten Hintern hierher. Das ist doch ein guter Plan. Naja, da unten sind sie. Keep away. Nö. Würde bestimmt gleich eine Cutscene. Natürlich. Siehst du? Walls hatte recht. Diese Scheißkerle haben uns abgehört. Hey, es war eine Falle. It's a trap. Und dann holen wir uns diesen GRE-Angestellten von Old Villador. Und der Boss wird ganz aus dem Häuschen sein. Wo ist Walls? Walls? Wir brauchen Walls nicht, um uns um dich zu kümmern. Oh, der gute alte Frank. So naiv. Leute warnen. Redet viel zu viel. Ich muss kurz mal hier eine Runde laufen. So, du bist down, dann... Du bist auch down. Ich hab schon gefährlichere Kinder getötet! Komm mal her, Bro, das ist ja voll OP mit dem Wurfhaken. Oh fuck. Ja, Kraftangriff kann ich nicht blocken, ich weiß. What? What? Oh, der haut zweimal. Ich bin down. Oh, ist das mies. Scheiße, Leute. Was geschieht mit dir? Hilf mir. Ach, lol. Die kann ich eigentlich gar nicht normal besiegen. Ich dachte mir schon einfach nur, ich hab's verkackt. Okay, dass die auch alle Level 18 war schon mies. Aiden. Aiden. Bist du okay? Ich denke schon. Ja. Walls war nicht hier. Und sie wissen, dass wir sie belauscht haben. Ich weiß. Du weißt? Jemand wollte mich warnen. Aber die Warnung kam zu spät. Geht's dir wirklich gut? Ja, ich... Die Infektion. Ich hatte einen Schub. Die Abtrünnigen sprachen über eine GRE-Ärztin vom Bazaar. Walls sucht sie auch. Eine GRE-Ärztin vom Bazaar? Ich sehe mir das an. Wer wollte dich warnen? Tja, das ist das Merkwürdige. Es war Hakon. Er will sich mit dir treffen. Ich dachte, er hat die Stadt verlassen. Tja, er ist immer noch am Leben. Er wartet auf dich in der Kirche auf St. Paul Island. Und er hat Infos über Walls. Und verdammt nochmal, vielleicht weiß er was über Lawan. Warum glaubst du, Hakon weiß etwas über Lawan? Zuerst mal, weil sie hinter ihm her war. Ja. Und
weil es noch viel komplizierter ist. Ja, ich weiß das sogar schon. Das letzte Mal, als sie so verschwunden ist, hatte sie dieser Scheißkerl abserviert. Wenn sie also jetzt nicht antwortet, ich mache mir große Sorgen, dass da noch mehr dahinter steckt und Harkon was damit zu tun hat. Ah ja. Warum steckt da mehr dahinter? Ich fürchte, sie hat eine Spur zu Harkon gefunden und sie will ihn weiter jagen. Sie könnte also wieder in Gefahr geraten. Weißt du, was die Nightrunner zu etwas Besonderem gemacht hat, Aiden? Ich meine, zu echten Helden. Das waren nicht die Hemmstoffe, nicht die Kraft oder die Schnelligkeit, die sie uns bescherten. Es ging den Nightrunnern um Ausgeglichenheit, um Selbstkontrolle. Deshalb konnte Lawan kein Nightrunner werden. Nicht, weil sie zu jung war. Sie war die Schnellste, tapferer als viele meiner Männer. Aber ausgeglichen war sie nie. Ah ja. Verdammt. Oh, sorry fürs Husten, aber es ist, ja. Frank will diese Selbstkontrolle aufziehen, weil er nach dem Emissionsfähigschlag ist und absolut zum Säufer geworden ist und sich jetzt erst wieder zusammenreißt, nachdem er den Funk hat. Komm, bisschen ärgern müssen wir ihn schon. Oh, Selbstkontrolle. Das wird lustig. Lach nicht. Wir nahmen Hemmstoffe, aber sie kontrollierten uns nicht. Wir haben uns auf mentale und emotionale Stärke konzentriert. Nicht nur auf physische Fähigkeiten. Ausgeglichenheit. Körperliche Kraft ist wichtig. Aber was man damit anfängt, das bestimmt, was du für ein Mensch bist. Deshalb hat uns Harkons Verrat so getroffen. Ich dachte, er meint das echtes Saufen mit dem Aufziehen. Ja, okay. Ich treffe Harkon, Frank. Du versuchst herauszufinden, was aus LeWarn geworden ist. Denk dran, sie hören dich auch ab. Klein, sei vorsichtig. Wer weiß, was Harkon im Schilde führt. Ich gehe zurück zum Fischauge. Viel Glück. Okay. Ja, die habe ich ein bisschen zerlegt. Nein, den ich normal kaputt gemacht habe. Dem fehlt halt ein Arm. Dem halt ein Kopf. Ist halt so. Da liegt auch noch was. Eine Wüstenmaske. Ein paar Mollys. Wurfmesser kann man auch immer brauchen. Ja, nee, so ein Crap nehme ich gar nicht mit. Lol. Ich dachte, das Blechdose ist wie das. Ach, Handwerksmaterial, aber ja, okay. Das hab ich verkackt, dass ich das mitgenommen habe. So, was muss ich jetzt tun? Trifft die mit Harkon. Wo lang? Da. Ah ja, da wieder hoch. Jetzt hat. Jetzt kenne ich mich wieder aus. Warte mal, es ist Nacht? Oh lol. Und es ist ja immer noch dieses Bett da vorne markiert, weil ich das nicht ausgemacht habe. So. Es ist Nacht, ist nicht so geil. Aber ich habe hier ja noch ein Bett. Hier vorne, jawohl. Erstmal die Nacht beenden. Ich meine, die Nacht ist natürlich viel besser als wie im ersten Teil, weil es im ersten halt echt unsagbar schwer war. Aber trotzdem, keine Ahnung, bin ich da immer noch kein Freund davon. So. Militärkonvoi, kann ich den anschauen? Ah ja, so. Regierungskonvoi. So, wo muss ich denn hin, um Harkon zu treffen? 500 Meter davor. Haben wir neue Sidequests? Nö. Hier
Freunde drin? Nö. Sieht nicht so aus, ob da neue Sidequests wären. Hier wäre die Antenne, da war ich schon mal oben, theoretisch. Könnte ich jetzt pauschal mitnehmen. Dann fliegen wir einmal hier über den Booster. Komm ich bis da hoch? Ich glaube nicht, aber ich komme jetzt auf das andere Gebäude hoch. Höhe gewinnen, jawohl, komm, das haut hin, es klappt. Natürlich klappt es. Gut, so. Wir haben natürlich nichts, wo wir uns einhalten können.